noch von Uwe ein paar Worte zur AfD. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute auf die Straße gegangen, um deutlich zu machen, dass wir das Europa auch nicht den Rechtspopulisten und den kapitalistisch orientierten Parteien überlassen. Wir erleben ja zurzeit in diesem Lande, dass die etablierten Moderatoren in den Fernsehsendern, im Radio, sich darüber echauffieren, dass plötzlich die AfD hochgekommen ist, aber keiner analysiert die Ursachen. Über 50 Jahre erleben wir in diesem Lande Rassismus, Ausgrenzung, Homophobie und die Auseinandersetzung mit Minderheiten. Und jetzt wundern sich einige der Etablierten, dass eine Partei entstanden ist, die als Durchlauferhitzer zu den Nazis das zuspitzt, was wir als normale Politik in diesem Land erleben mussten. Und deshalb ist für uns die Auseinandersetzung mit der AfD auch eine Auseinandersetzung mit der rassistischen Politik in diesem Staat. Und liebe Freunde und Freunde, das, was wir bei der AfD erleben müssen, dass sie uns erzählen, sie wollen ein Europa so schaffen, dass die deutsche Industrie möglichst viel exportieren kann, dass Deutschland noch mehr Möglichkeiten hat, weltweit auf den Märkten bestehen zu können, dass Freihandelsabkommen so geschaffen werden, dass möglichst deutsche exportorientierte Betriebe wie die Chemieindustrie, wie die Automobilindustrie oder die Stahlindustrie ihre ganzen Waren loskriegen kann. Eine solche Politik der AfD, die vom Prinzip nichts anderes ist wie eine Weiterentwicklung der Agenda 2010 der Sozialdemokratischen und Grünen Partei, aber auch eine Weiterentwicklung ist der populistischen Organisation der letzten 20 Jahre Bundespolitik. Einer solchen Politik stellen wir einen Antinationalismus und einen Internationalismus entgegen. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir uns der AfD entgegenstellen und werden deutlich machen, dass wir nicht zulassen, dass diese Rechtspopulisten dieses Land vergiften können, die Mehrheit gegen die Minderheit, egal wer gerade die Mehrheit oder die Minderheit ist, aufbringen. Und wir werden vor allen Dingen Politik einfordern, die die Grenzen öffnet, die Menschen in Not sind, auch in dieses Land hineinlassen und die verhindert, dass Menschen abgeschoben werden. Das, was die AfD fordert, erleben wir hier in Berlin, erleben wir in Brandenburg und überall, dass Menschen, die nicht anerkannt werden, als Asylbewerberinnen und Asylbewerber abgeschoben werden. Deshalb ist unser Kampf gegen die Abschiebung ein Kampf gegen Rechtspopulismus und gegen Rassismus. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir erleben hier ein Europa, das zwischenzeitlich so geschaffen wurde, dass Metallzäune mit verschiedenen messerscharfen Klingen Flüchtlinge in Griechenland, demnächst in Bulgarien, aufhalten sollen. Wir erleben ein Europa, in dem 20.000 Menschen im Mittelmeer ersoffen sind und die Herrschenden schauen dabei zu. Und wir erleben ein Europa, das so geschaffen wurde, dass ganze Staaten in den Abgrund getreten werden, wie beispielsweise Griechenland. Und wir machen deutlich, wir bekämpfen die Ursache dieser Politik und wir bekämpfen alle politischen Strömungen, die diese Politik unterstützen. Und deshalb, liebe Freunde und Freunde, ist unsere gemeinsame Auseinandersetzung mit der AfD natürlich auch eine Auseinandersetzung mit Faschismus, weil sie greifen ganz bewusst die Bilder derjenigen auf, die die NPD sind, populisieren sie für größere Teile der Gesellschaft und sorgen dafür, dass ein weiterer Rechtsruck in diesem Land stattfindet. Sie spitzen zu, um den Rassismus, der latent bei über einem Drittel der Menschen in diesem Land vorhanden ist, weiter zugespitzt wird, und sie sorgen dafür, dass Parteien wie die Republikaner, wie die NPD weiteren Zulauf bekommen. Und deshalb ist unser Kampf gegen die Rechtspopulisten auch ein Kampf gegen die Faschisten. Und liebe Freundinnen und Freunde, ganz zum Schluss noch einige Anmerkungen. Ich denke, wir alle wissen, dass Wahlen nicht das bewirken, was wir erreichen wollen. Weil wir wissen, dass egal, ob die AfD, die Grünen, die SPD oder beispielsweise auch die CDU/CSU ins Parlament gewählt wurde, werden die Kürzungsprogramme fortgesetzt, die Politik der Europäischen Zentralbank abgesichert und gleichzeitig dafür gesorgt, dass das Recht der internationalen Konzerne, beispielsweise durch das Freihandelsabkommen,
Handelsabkommen EU-USA gestärkt wird. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass das Zuspitzen von Politik, so wie es die AfD betreibt, das bewusste Spielen damit, dass Nationalismus wieder hoffähig gemacht wird, dass die Deutschen angeblich was besser seien wie die anderen Länder, dass diese Politik dazu führen wird, dass Nazis noch weiter zuspitzen können und dass wir erleben werden, dass die Ausgrenzung von Roma, die Ausgrenzung von Sinti, die Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund noch weiter zunehmen werden. Und deshalb erklären wir Rechtspopulisten und der AfD den Kampf. Und liebe Freunde und Freunde, liebe Freunde und Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich freue mich über jedes Plakat der AfD, das zufällig verschwunden ist. Ich freue mich über jedes Plakat der AfD, das ich auf dem Boden wiederfinde. Und ich freue mich auf ganz vielen Briefkästen, wenn ich Aufkleber sehe. Keine Post von Rassisten, keine Post von Nationalisten. Lasst uns gemeinsam weiter als antinationale Kraft in diesem Land kämpfen und die AfD dahin bringen, wo sie hingehört, nämlich zum Teufel. Danke, dass ihr da seid.